Hallo und herzlich willkommen auf Jurella.de. Schauen uns nun in diesem Video an, wie man von einer Dezimalzahl in einen Bruch kommt. Ja, der erste Schritt, den wir hier tun müssen, ist, man zählt die Nachkommastellen der Dezimalzahl. Nun, wenn man ermittelt hat, wie viele Stellen also nach dem Komma in der Dezimalzahl stehen, dann weiß man auch, so viele Nullen müssen am Ende im Nenner in der Zehnerzahl stehen. Genauso viele Nullen müssen bei der Zehnerzahl im Nenner stehen. Das heißt, man nimmt für den Nenner dann immer eine Zehnerzahl, 10, 100, 1000 und so weiter und genauso viele Nullen wie die Nachkommastellen der Dezimalzahl. Also hätten wir zum Beispiel zwei Nachkommastellen in der Dezimalzahl, wissen wir, unten muss ein 100 stehen, weil da zwei Nullen sind. Nun, jetzt haben wir den Nenner schon, wir brauchen aber noch den Zähler. Um den Zähler zu bekommen, schreibt man einfach die Dezimalzahl hin und lässt die Kommas weg. Machen wir uns das an einem Beispiel klar. Nehmen wir wieder das Beispiel 0,9. Zählen wir die Nachkommastellen. Nach dem Komma steht hier nur die 9, also eine Nachkommastelle. Genauso viele Nullen müssen da sein. Das heißt, bei der Zehnerzahl eine Null. Das heißt, logischerweise muss die Zahl unten sein 10. Und als Zähler nehmen wir die Dezimalzahl ohne Kommas. Also 0,9 ohne Komma, das ist 0,9. Das ist einfach 9. Und schon haben wir den Bruch 9 Zehntel. Anderes Beispiel, 0,5. Auch hier haben wir eine Stelle nach dem Komma. Das heißt, wir haben wieder eine 0 im Nenner, also steht hier wieder 10. Und ohne, 0, ohne Komma geschrieben, 0,5 ist 5, also 5 Zehntel. Anderes Beispiel, 0,05. Wir können hier die 5 Zehntel natürlich nochmal kürzen. Das wäre dann 1,5 mit 5 gekürzt. Anderes Beispiel 0,05. Wie viele Stellen nach dem Komma haben wir? 1, 2. Das heißt, es muss im Nenner eine Zehnerzahl mit 2 Nullen stehen. Das ist natürlich 100. Und jetzt die Dezimalzahl ohne Komma, bildet den Zähler. 0,05. Ja, das ist 5. Also haben wir 5 Hundertstel. Auch das können wir noch weiter kürzen mit 5. Dann bekämen wir 1/20. Weiteres Beispiel. 0,25. Wir haben zwei Nachkommastellen, das heißt, wir haben eine Zehnerzahl mit zwei Nullen, 100. Die Zahl ohne Kommas ist 0,25, also 25. Auch hier 25 Hundertstel können wir noch weiter kürzen, zum Beispiel mit 25. Das heißt, wir teilen mit 25, 25 ist 25 ist 1, 100 durch 25 ist 4, also wäre ein Viertel unser Bruch. Schaut doch mal auf unserer Homepage www.jurella.de vorbei oder bei Facebook. Vielen Dank.